Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie soll es anders sein? Es gibt mal wieder Bags, denn ich habe gestern, heute ist schon Samstag, mein Wants-to-Watch-Bag bekommen. Was mich wundert, denn ich habe gedacht, ich habe eigentlich einen Tag zu spät bestellt. Und es wird auch 200k-Bags geben. Eines habe ich mir in den Meilensteinen schon erspielt. Und zwar in Meisterung Abschluss. Mit 500 Tore, mit einem Team, was einen mindestens Gesamtwert von 85 hat, und dann gibt es noch bei Vorlagen das gleiche. Da fehlen mir jetzt noch 26, warum auch immer. Die mache ich jetzt auch schnell. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach, ich bin wieder auf Squad Battles gegangen, auf Amateur, habe die ganzen Leihspieler, die was man am Anfang bekommt, mit hohem Rating auf die Bank gesetzt und so habe ich das 85er Rating eigentlich ziemlich leicht zusammenbekommen. Ja, das mache ich jetzt noch. Die letzte Partie, 26 Torvorlagen, wir sehen uns. Und jetzt kommt Tor Nummer 26. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich mache noch auf 30 Tore oder so, sicher. Und dann habe ich mir die 200k-Packs freigespielt. So, das war's jetzt. Naja, ich bin für das Ganze, bin ich glaube ich insgesamt 3 Stunden dabei gesessen. Ich hoffe, es zahlt sich aus, die 200k-Sets. Sind untauschbar, das ist klar, aber 100k-Sets kann immer aus drin sein, vor allem für den Anfang. Was man gut gebrauchen kann. Und, geht's weiter? Ja, geht weiter. 2 Aufgaben abgeschlossen. Ich würde sagen, dann schauen wir gleich zu den Zielen, was wir da alles abgeschlossen haben. Alles in Meilensteine. Oh, hier gleich 250 Steilpässe. Okay, das braucht keiner, glaube ich. Und dann geht's zum ersten 100k-Set mit den 500 Vorlagen, mit einem 85er Team. Wie ich das gemacht habe, habe ich eh gesagt, erstes 100k-Set und dann das zweite 100k-Set, Abschluss, das gleiche mit 500 Toren und nicht Vorlagen. Das zweite 100k-Set und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich in den Shop. Dann würde ich sagen, davor Vorabzugriff, das habe ich auch noch gemacht mit einem Freund, weil da waren aber ein Korbaufgaben, aber ist nichts Besonderes drinnen. Und dann fangen wir an mit dem Goldbag. Fangen wir wie immer mit dem schlechtesten an, ist eh klar, wird nichts drinnen sein. Wird es vielleicht ein seltener Spieler? Nein, wird es nicht. Ein 77er Innenverteidiger von der niederländischen Liga. Dabu, also das ist ja auch wunderbar. Okay, dann das 2-Spieler-Bag. Wahrscheinlich kann man das gleich skippen. Es wird Günther. Schon gar nicht so schlecht, dass man den Stats jetzt für ein Starter-Team. Und irgendein anderer noch aus der französischen Liga. Und jetzt kommt das erste 100k-Set. Ich hoffe, dass ich auch Gold 1 mindestens schaffe nächste Woche bei der Weekend League. Das ist aber ein anderes Thema, aber machen wir es auf, das erste 100k-Set. Komm, gib mir einen Walkout. Gib mir bitte einen Walkout. Es wird kein Walkout. Es wird kein... Es wird ein Copa Libertadores. Ein 80er. Kann dahinter noch ein Walkout sein? Ich habe keine Ahnung. Und nein, kann nicht. 3 Copper Liberator. Also das Bag ist für einen Hugo. Ein 84er, 82er, ein 80er und dann nur noch Schrott. SPCs werden sich freuen, aber jetzt das kommt. Das zweite 100k-Set, das muss können. Gib irgendwas Spielbares bitte. Einen Walkout. Komm. Es wird wieder kein Walkout. Und wieder, was soll ich mit den scheiß Copa Libertadores Karten? Nehmt die raus, den habe ich sowieso schon untauschbar doppelt. Wen interessieren diese scheiß Karten? Milinkovic Savic, ja, das Rating ist zumindest besser, aber nichts, was ich brauchen kann. Aber schon gar nichts, was ich brauchen kann. Und die habe ich wahrscheinlich schon alle untauschbar.
Ja, du kommst weg, bist abgestoßen. Du bist auch abgestoßen. Du wirst auch abgestoßen, also die 3 Stunden haben sich nicht wirklich ausgezahlt. Aber jetzt kommt das OTW-Pack. Ich habe mir gedacht, ob ich es aufbehalten soll oder nicht. Schauen wir mal. Und es wird da auch kein Walkout. Ake. Der wird wahrscheinlich nie einen Inform kriegen, der wird bei 79 bleiben. Meine Fresse. Also die Bags waren echt für Arsch da. Das kann man sich, glaube ich, absolut nicht schönreden. Ja, das hat sich ausgezahlt. Was ist denn der wert? Schauen wir mal. 60k, 50k. So um die 50k. Wenn der einen Inform kriegt, ist er gar nicht so schlecht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der einen Inform kriegt. Naja. Mit Ake, oder machen wir das andere Pack auch noch auf, was wir hier haben. Vor Abzugriff, das ist irgendein Leid-Dingsbums. Achso, nein, das ist noch ein Spielerball von 80 bis 84 und Leber. Für 10 Spiele. Schauen wir, was hier drin ist. Diego Carlos, das ist gar nicht so schlecht. Das wäre der beste Spieler in 100k-Packs drinnen. Naja, und mit 10 Spiele Leber und Diego Carlos verabschiede ich mich von diesem enttäuschenden Back-Opening. Wenn ihr das macht, hoffe ich natürlich, dass ihr was Besseres seht. Ich wünsche euch was und ciao, bis dann!